Meine Frage ist, wie erhören uns Heilige? Zum Beispiel jetzt Heilige, er war ein guter Mensch, er war und so weiter. Aber zum Beispiel jetzt, wir wissen, kennen das alles aus dem Islam heraus. Zum Beispiel noch, dass zum Beispiel, wenn du jetzt jemand anderen neben Allah oder Gott bittest, dass das Schirk ist und du damit aus dem Islam raus bist, weil niemand sonst erhört dich. Und aus dieser Perspektive einfach, wie kann ein Heiliger, der ein Heiliger ist, der ein guter Mann ist, wie kann er erhören? Ist es nicht eine Eigenschaft Gottes, die nur Gott selbst hat, dass er uns erhört? Ich verstehe, was du hinaus willst. Das Problem ist nur, man darf hier dieses islamische Denken nicht übertragen aufs christliche. Das islamische Denken kann sich auch nicht einen Gott vorstellen, der in Jesus wird, der auf die Toilette geht, der sich schlagen lässt, der sich bespucken lässt. Das heißt, ich würde hier vorsichtig sein, nicht die islamischen Standards zu übertragen aufs Christentum. Das ist Es war nur erstmal ein wichtig. Beispiel, aber im Ich weiß, Christentum. ich sag's nur, es ist Ja, trotzdem wichtig. gut. Aber verbeugt, also ich zitiere, wie sie das Ist rechtfertigt. richtig, das ist Da richtig. wäre genau eine Frage, so, wo du jetzt, was jetzt an dich wäre, was man sich dann fragen würde, ist, wieso muss Gott durch Gegenstände wirken? Ja, warum gibt es Gegenstände, durch die Gott wirkt? Und auch wieder mit dem Beispiel mit dem König und der Verbeugung wäre dann die Frage, auch ähnlich wie mit der Fürsprache, ein König, vor dem du dich verbeugst, er lebt ja, er ist ja da und das ist eine Respekterweisung. Während eine Statue ein Gegenstand ist, den die Menschen selbst geschaffen haben. Es ist etwas Totes, etwas, was nicht sich selbst schützen kann, was einfach quasi in dem Sinne leblos ist. Das wäre jetzt ein Thema, auf das ich Also erstmal dann das mit den Gegenständen, auch hier wieder, das wird nicht der Theologie der Bibel widersprechen. Wir sehen zum Beispiel im Alten Testament, dass Knochen, Leute wieder Gott benutzt tote Knochen, um jemanden zum Leben bringen. Wir haben die Schweißtücher zum Beispiel von den Aposteln im Neuen Testament, wo Leute lebendig gemacht werden. Das heißt, wir sehen in der Bibel im Ende dieses Konzept. Ich brauche nicht einen einzigen Vers, ja. Ihr seht das Konzept, dass Gott Gegenstände benutzt, um seine Gnade zu vermitteln. Erstmal dazu. Der zweite Punkt wäre das mit den...